freue mich sehr, hier eingeladen zu sein heute und etwas über Digitalisierung sagen zu dürfen. Ja, ich habe mich für eine Theorie der Digitalisierung oder der Digitalität entschieden. Und zwar interessiert mich tatsächlich weniger das, wovon vielleicht viele im Raum hier viel genauer Bescheid wissen als ich, nämlich die Frage, was denn eigentlich die Digitalität und die Digitalisierung mit der Gesellschaft empirisch in den einzelnen Feldern tatsächlich machen. Das ist ein Diskurs, der ja stattfindet in den Sozialwissenschaften, außerhalb der Sozialwissenschaften, in der Öffentlichkeit und so weiter. Eine Gesellschaft stellt sich ein auf etwas, von dem sie konstant behauptet, dass es disruptiv sei, was eine interessante Form ist. Und indem sie sich darauf einstellt, produziert sie Routinen, damit umzugehen. Das interessiert mich auch, aber erst in der zweiten Reihe. In der ersten Reihe interessiert mich tatsächlich als Soziologe, wovon wir eigentlich reden, wenn wir von Digitalität oder Digitalisierung reden. Ich muss immer diese beiden Begriffe nennen, weil Digitalisierung einen Prozess hin zu mehr Digitalität meint und das, wofür ich mich interessiere, eigentlich Digitalität heißen müsste, aber ich werde es nicht ganz so genau nehmen. Digitalisierung taucht zunächst auf als so etwas wie Störung. Wir kennen alle die Störungsfelder. Störungen auf dem Arbeitsmarkt, Störungen im Hinblick darauf, dass es so gut wie keine Kommunikation gibt, die nicht Folgen hinterlässt, die in der Kommunikation selbst nicht intendiert waren. Der berühmte Information Overload, die Sorge darum, dass es zu einer End of Theory kommt, also einer, man könnte sagen, Korrumpierung des Wissenschaftlichen dadurch, dass heute fast alle mit größeren Datenmengen umgehen können. Über die Frage, dass man Original und Kopie nicht mehr unterscheiden kann oder dass womöglich die Unterscheidung von Original und Kopie eine kopierte Unterscheidung ist. Die Frage, dass Datenkonzentration und Kapitalkonzentration parallel verlaufen und das zu völlig neuen Bestimmungen von ökonomischer Potenz und der Frage, was Besitz ist, führt. Und zur Frage von nichtmenschlichen Entscheidungstools, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Über all das habe ich übrigens in diesem Buch auch was geschrieben, aber das ist alles in der zweiten Reihe. Mich interessiert tatsächlich diese merkwürdige Frage, für welches Problem ist die Digitalisierung eine Lösung? Und Sie sehen schon an der Zählung, ich fange noch gar nicht so richtig an, das ist Kapitel minus eins. Ne? Die heißt irgendwie, was ist denn das für eine komische Frage? Die Frage lautet nicht, welche Probleme erzeugt die Digitalisierung? Sie heißt auch nicht, wie kann man die Digitalisierung bewältigen? Und sie heißt auch nicht, können wir die Digitalisierung kontrollieren oder kontrolliert sie uns? Das sind alles unglaublich interessante Fragen. Aber meine Frage lautet anders. Für welches Problem ist die Digitalisierung die Lösung? Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kommt man auf so eine komische Frage? Man kommt auf so eine komische Frage, wenn man ein Soziologe ist, der nicht nur, es wurde schon eingeführt, irgendwie sich für Theorien interessiert und dann auch noch für systemtheoretische Sachen, das sind alles ganz schlimme Dinge, sondern der auch empirische Sozialforschung betreibt. Und der empirische Sozialforschung in der Art und Weise betreibt, dass wir als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler zunächst einmal Phänomene vorfinden, die wir beobachten können. Wie wir sie beobachten, darüber will ich jetzt nicht reden, darüber könnte man mehrere Abende reden. Wir sehen also etwas, das geschieht. Wir machen das methodisch kontrolliert. Und dann müssen wir uns einen Reim darauf machen. Und ich mache mir einen funktionalistischen Reim darauf. Dieser Reim lautet, wenn etwas persistiert, auf Deutsch sozusagen eine Ausdehnung in der Zeit hat, sich wiederholt, Strukturwert bekommt, dann scheint es sich zu bewähren. Bewähren ist nicht was Gutes und es können sich auch ganz schreckliche Dinge bewähren. Wenn also sich etwas bewährt, das heißt, wenn gesellschaftliche Akteure an diese Dinge anschließen
und sie persistieren lassen, dann scheint es doch so zu sein, dass das, was man da als Ding, als Geschehen, als Ereignis beobachten kann, ein Problem zu lösen. Ich will Ihnen ein simples Beispiel nennen. Ich stehe hier vorne in gleißendem Licht. Man sieht es vor allem an meiner glänzenden Frisur. Sie sitzen da vorne im Dunkeln. Ich sehe Sie kaum. Sie sehen mich. Ich habe ein Mikrofon, Sie noch nicht. Mir ist 45 Minuten Zeit gegeben zu reden und man vertraut mir, dass ich diese 45 Minuten mit einigermaßen gehaltvollen Sätzen füllen werde. 5 habe ich schon. Und das ist eine interessante Anordnung. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass die Übergabe solcher tollen Informationen eines braven bayerischen Ordinarius im preußischen Berlin auch anders vonstatten gehen könnte. Es hat sich aber irgendwie bewährt, dass man diejenigen, die zuhören, zunächst einmal in eine Position versetzt, dass alle in die gleiche Richtung gucken, nämlich auf mich, dass das eine predigtähnliche Situation ist und dadurch so etwas wie eine Form zustande kommt, dass ich einen Gedanken linear von A bis Z entfalten kann. Und das hört sich vielleicht doof an, aber als empirischer Sozialforscher frage ich mich, warum ist das Ding eigentlich so angeordnet und nicht anders? Ich könnte in der Mitte sein. Sie könnten zu jedem Satz einen Kommentar abgeben können. Oder was auch immer. Wir könnten auch vereinbaren, dass Sie sich lautstark über die Sätze in irgendeiner Weise auslassen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Zunächst einmal können wir die Frage stellen, für welches Problem ist diese Anordnung eigentlich die Lösung? Und dann käme man auf die Idee zu sagen, solche Vortragsanordnungen haben einen Funktionssinn. Und der Funktionssinn ist tatsächlich, zunächst einmal einen längeren Gedanken ausführen zu können. Und spannenderweise haben wir uns alle an diese Rollen gewöhnt. Sie sehen, Sie sitzen, soweit ich Sie sehen kann, sehr geübt auf Ihren Plätzen und wissen, wie man sich bei einem Vortrag verhält. Und ich auch. Ich mache eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als Vorträge zu halten. Und selbst wenn mir nichts mehr einfällt, werde ich die 45 Minuten füllen können. Und das ist gar nicht lustig, sondern das ist sozusagen die Art und Weise, wie man an so ein Thema rangeht. Und das ist jetzt noch kein Digitalisierungsthema. Aber so ähnlich frage ich mich, merkwürdigerweise ist es doch so, dass die Digitaltechnik in alle Bereiche der Gesellschaft eindringt. Wie selbstverständlich. Übrigens auch die Kritik an der Digitaltechnik nutzt Digitaltechnik, um sich zu verbreiten. Und dann frage ich, für welches Problem ist das eigentlich die Lösung? Das ist eine methodisch kontrollierte Frage. Und ich meine das auch richtig ernst mit dieser methodisch kontrollierten Frage. Das war die erste Vorbemerkung. Das nächste Kapitel heißt Null. Also ist auch noch nicht so richtig die Sache, um die es geht. Nämlich eine techniksoziologische Intuition. Ich behaupte, dass Technik sich nur etablieren kann, also eine bestimmte Art von Technik, wenn es dafür ein gesellschaftliches Bezugsproblem gibt. Also nach der methodischen Vorbemerkung, wenn diese Technik ein Problem löst, das in der Gesellschaft offenbar denkbar ist. Man muss das Problem nicht vorher schon kennen, um das hinterher als Lösung anzusehen. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Bewässerungssysteme. Wenn Sie sich im Mittelmeerraum die früheren Bewässerungssysteme ansehen, dann werden Sie feststellen, dass die sehr artifiziell gebaut sind und sehr viel Energie, also Organisationsenergie und ökonomische Energie brauchten, damit man sie verwenden konnte. Das verweist darauf, dass diese Gesellschaft ein Organisationsproblem damit hatte, genügend Agrarisches anbauen zu können für eine wachsende Bevölkerung, bei der man nicht mehr auf die Bewässerung sozusagen in punktuellen Situationen vertrauen konnte, sondern das zentralisieren musste. Oder denken Sie an den Buchdruck. Welches Problem löst der Buchdruck? Wenn Sie die Leute befragen, die den Buchdruck, erfunden ist das falsche Wort, befördert haben, dann waren das die Idee, die Heilige Schrift zu distribuieren.
Man stellte nach kurzer Zeit fest, dass man nicht nur die Heilige Schrift distribuiert hat, sondern auch die Kritik an der Heiligen Schrift. Und die Kritik an der Kritik der Heiligen Schrift und die Kritik an der Kritik der Kritik der Heiligen Schrift. Und es gab dann interessanterweise auch Formen, dass man festgestellt hat, oh, man kann ja auch über ganz andere Dinge Bücher machen als über die Heilige Schrift und ihre Kritik. Es entstand Literatur, es entstand Pornografie, es entstanden sachorientierte Argumentationsformen. Das geht nur in einer Gesellschaft, in der ganz offensichtlich das Problem einer Lösung harrt, dass man feststellt, dass man über denselben Gegenstand unterschiedliche Sätze sagen kann. Der Buchdruck hätte sich nicht verbreitet, wenn in dieser Gesellschaft nicht zumindest der Keim dieses Problems denkbar gewesen wäre. Vorher wäre man nicht auf die Idee gekommen, die Heilige Schrift zu verbreiten, weil in der Heiligen Schrift steht doch schon alles drin. Wozu soll die dann jeder lesen? Lesen muss man sie ja nur, weil man dann feststellen kann, dass man sie selbst interpretiert. Und das ist wahnsinnig riskant, weil man gleichzeitig feststellt, dass man sie unterschiedlich lesen kann. Ich werde zum Buchdruck nachher noch einiges sagen. Und ähnliche Geschichten sind über die Dampfmaschine denkbar. Die Dampfmaschine setzt bereits eine Gesellschaft voraus, in der Kraftentfaltung ein Problem ist. Sonst bräuchte man keine Dampfmaschine. Sie kennen die Dampfmaschine als Kraftentfaltung stationär und als Lokomotive. Ja, die Besiedlung Nordamerikas wäre ohne die Dampflokomotive völlig undenkbar gewesen und die Industrialisierung Englands und Kontinentaleuropas auch nicht. Das Automobil, darüber könnte man viel sagen, über Radio und Fernsehen könnte man viel sagen. Und man könnte vor allem sagen, was die Bezugsprobleme sind. Also welches Problem durch diese Techniken gelöst werden. Das sind alles Techniken, die persistiert haben. Was bei diesen Techniken auch immer vorkommt, das ist, dass der Funktionssinn der Technik nicht identisch ist mit den Intentionen derer, die das Zeug erfinden. Wie verhält es sich nun mit der Digitalisierung? Ich sage mal das Ergebnis. Ich behaupte, dass Digitalisierung auf die Unsichtbarkeit des Gegenstandes reagiert. Das gilt auch den Gegenstand Gesellschaft. Digitaltechnik ist ja nicht nur eine, die etwas mit Sozialdaten zu tun hat, sondern mit allen möglichen anderen Daten auch. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Ein Kugellager ist eine sehr analoge Technik. Sie können in einem Kugellager heute, das wird auch permanent gemacht, Sensoren anbringen, an deren Schwingungsmuster man erkennen kann, wann dieses Kugellager kaputt geht. Man kann es dann auswechseln, bevor es bereits kaputt ist. Damit spart man viel Geld, weil die industriellen Prozesse nicht unterbrochen werden müssen. Also das ist ein Beispiel, das jetzt eigentlich nicht für die digitale Gesellschaft steht, aber die Digitaltechnik geradezu parabolisch auf den Begriff bringt, weil man sieht, man braucht Erfahrungswerte, die in bestimmten Mustern auftauchen, die man nicht unmittelbar sehen kann. Also jemand, der ein Kugellager sich anguckt, wird daran nicht erkennen können, ob es kaputt geht oder nicht. Mit einer bestimmten Form von Technik und seiner digitalen Auswertung ist das möglich. Und das Gleiche gilt erst recht für die Gesellschaft. Ich behaupte, dass das Problem, für das die Digitalisierung eine Lösung ist, bereits in einer digitalen Gesellschaft existierte, in der es noch keinen Computer gab. Ich datiere das ungefähr auf die Entstehung moderner westlicher Nationalstaaten Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, mit der Entstehung tatsächlich der Nationalstaaten, des Betriebskapitalismus, moderner Formen von Verwaltungen, von Stadtplanung, von Verkehrsplanung und Ähnlichem. All das hat es in der Menschheitsgeschichte immer gegeben. Man konnte aber auf analoge Erfahrungswerte zurückgreifen. Allein die einfache Frage, wie viel Weizen im Umkreis einer Großstadt angebaut werden muss, damit an jedem Morgen Brötchen oder in Bayern Semmeln zur Verfügung stehen, ist eigentlich eine banale Frage.
aber sie ist eine neue Frage für eine Gesellschaft, in der Sozialplanung tatsächlich für größere Räume gemacht werden musste, bei denen man die Erfahrungswerte berechnen muss. Das heißt, die werden bereits digitalisiert. Die Frage, wie viele Lehrpersonen braucht eine Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, Bildung zu befördern? Die Frage, wie viele Versorgungsmöglichkeiten medizinischer Natur müssen ab einer bestimmten Zahl von Menschen in einer Stadt da sein? Wie breit muss die Kanalisation sein, damit es wirklich fließt? Was braucht man für Material, um ein stehendes Heer organisieren zu können? Also die Fragen sind Legion. Und diese Fragen sind es, die letztlich durch statistische Mittel, durch die Erfindung des Homme Moyen, des Durchschnittsmenschen, des Mittelwertmenschen, beantwortet worden sind. Es gab eine völlig neue Form der Selbstbeobachtung der Gesellschaft durch sich selbst. Man hat sozusagen beobachtet in der bürgerlichen Gesellschaft, die ja davon beseelt war, die Entscheidungsmöglichkeit des einzelnen Bürgers als Subjekt stark zu machen, dass die Subjekte sich an Programme halten, die interessanterweise starke Muster sind, die man letztlich quantitativ beschreiben kann. Also die Frage zum Beispiel, wie das Verhalten von Menschen unterschiedlicher Schichten und Klassen ist, war für Sozialplanungsfragen außerordentlich wichtig. Man hat es an bestimmten Fragen festgemacht. Sie kennen das hübsche Programm der romantischen Liebe als literarische Form seit dem 18. Jahrhundert. Die romantische Liebe zeichnet sich dadurch aus, dass die Liebenden sozusagen die ganze Welt, wie sie da ist, auf ihre eigene Subjektivität zurückführen und die authentischste Entscheidung, die wir überhaupt treffen können, die ist für den anderen oder die andere. Und dann kommen Statistiker und stellen fest, dass wir uns nach ziemlich berechenbaren Regeln verlieben. Meistens in Leute ähnlichen Standes, in Leute ähnlicher Konfession, in Leute ähnlichen Bildungsgrades, übrigens mit starken geschlechtlichen Unterschieden, man könnte sagen, bis in die Gegenwartsgesellschaft hinein. Das ist eine Demütigung zunächst einmal, die Demütigung nämlich, die uns zeigt, dass die Gesellschaft selber wie ein Kugellager aus Mustern besteht, die durch Datensätze erst sichtbar gemacht werden können. Und deshalb behaupte ich, dass die moderne Gesellschaft seit der Zeit, die ich genannt habe, tatsächlich so etwas wie eine digitale Gesellschaft bereits gewesen ist. Die Selbstbeobachtung der Gesellschaft hat auf diese Formen umgestellt. Und wenn ich die Frage beantworten will, für welches Problem die Digitalisierung eine Lösung ist, dann ist eines dieser Probleme das Problem der Selbstbeobachtung der modernen Gesellschaft. Oder, um den Begriff aufzunehmen, der gerade schon gefallen ist, ihre Komplexität. Das heißt, ihre multifaktorielle Form, wie sie sich selber in ihren Prozessen beschreibt. Frühere Gesellschaften waren viel einfacher aufgebaut, auch wenn sie sehr komplexe kulturelle Formen hatten. Einfacher heißt, Weltbilder, Praktiken und Ähnlichem wurden nach klaren Hierarchien angeordnet. Jetzt haben wir es mit mehreren gleichzeitig wirkenden, in Wechselwirkung stehenden Faktoren zu tun, die man nicht mehr mit bloßem Auge sehen kann. Und ich mache jetzt einen sehr großen Strich, das muss man alles etwas genauer beschreiben, tue ich auch schriftlich, aber hier jetzt nicht. Aber man kann sich vorstellen, dass die Digitaltechnik, wie sie entsteht, erfunden werden müsste, wenn es sie nicht gäbe, weil die in der Lage ist, genau das zu tun, was offenbar als eines der großen Selbstbeobachtungsprobleme der Gesellschaft genannt werden kann, wie ich das gerade versucht habe zu entwickeln. Was macht eigentlich der Computer, der ja später erfunden wurde? Also nach meiner Lesart mehr als 100 Jahre später, als die Gesellschaft schon digital genannt werden kann. Der Computer rekombiniert Elemente und diese Elemente bestehen aus Dingen, die er selber sehen kann, nämlich Daten, und versucht innerhalb der Datensätze Strukturen zu entbergen. Die Strukturen müssen gar nicht objektiv drin sein, sie müssen aber sichtbar werden. Ein Datensatz besteht aus unterschiedlichen Daten,
die nicht gleich oder nicht gleichförmig oder nicht alle mit allen miteinander verbunden sind, sondern eben, sonst würden sie keine Informationen weitergeben, sondern eine Struktur haben. Und das ist das, was der Computer mit hoher Potenz in der Lage ist, zu verarbeiten. So, jetzt kommt das erste Mal ein Kapitel mit einer richtigen Zahl. 1. Mich interessiert jetzt das technische Substrat, nämlich die Frage, was denn eigentlich Digitaltechnik ist. Und für den Soziologen, der ja kein Informatiker, kein Mathematiker, kein Techniker ist, fällt zunächst einmal eine interessante Unterscheidung auf, die vielleicht erwartbar ist, wenn man ein Soziologe des Typs ist wie ich. Nämlich die Unterscheidung von Medium und Form. Aber es ist nicht nur die Unterscheidung von Medium und Form, sondern es ist die Unterscheidung eines einfachen Mediums, das komplexe Formen ermöglicht. Man kann tatsächlich sagen, dass es wohl niemals eine Technik gegeben hat, die so simpel war wie die Digitaltechnik. Und das hört sich total doof an, das zu sagen, weil wir es ja mit Anlagen, mit Formen zu tun haben, die eine nie geahnte Komplexität erreicht haben, die eine nie geahnte Potenz erreicht haben und die Wachstumsraten hat, die kaum jemals vorhersagbar waren, kann man trotzdem behaupten, die Technik selbst ist unfassbar simpel. Sie ist deshalb simpel, weil sie ihr eigenes Substrat, ihre eigene Basis für Information binär kodiert, technisch in unterschiedlichen Spannungszuständen und daraus, aus dieser einfachen Form, die allen digitalen Technologien als Grundlage dient, komplexe Formen ermöglicht. Es ist sehr interessant zu sehen, dass letztlich die gleiche mediale Form dazu verwendet werden kann, die Energiesysteme eines ganzen Landes zu organisieren, Raumfahrttechnik zu programmieren, weltweite Formen der Selbstbeobachtung der Gesellschaft. Wenn Sie etwa an die Frage des Klimawandels denken, werden wir mit dieser Selbstbeobachtung immer stärker zu tun haben, zu organisieren. Elektrische Kinderspielzeuge, Zahnbürsten und weiß der Henker was. Alles. Das Substrat ist dasselbe. Die Form ist unendlich komplex. Das hört sich vielleicht banal an, aber das ist nicht banal, weil das die Basis genau dafür ist, dass diese Technik überall eindringen kann. Es gibt einen historischen Präzedenzfall, das ist die Schrift. Die Schrift ist ähnlich gewesen. Die Schrift ist nicht ganz so einfach, was das Medium angeht. Wir haben 26 Buchstaben, wenn wir Groß- und Kleinschreibung dazu nehmen, 52, die unendlich rekombiniert werden können. Unendlich rekombiniert werden können heißt, aus einem Satz folgt nicht automatisch der nächste. Das ist das Spannende an der Schrift. Alles kann über die Schrift verschriftlicht werden und dann leben wir in einer verschriftlichten Welt. Sie kennen vielleicht die Diskurse, die gerade in der Schriftphilosophie, im Poststrukturalismus etwa diskutiert werden, bei der es um die Frage geht, ob die Schrift nicht selber die Welt wird, über die sie da etwas sagt. Und sowas Ähnliches gilt in noch radikalerer Art und Weise für die Datentechnik. Die Datentechnik ist Selbstreferenz pur. Denn die Daten können nur in Form von Daten aus den Daten ausbrechen. Also das kann alles analoge Folgen haben. Ja, Sie können mit Datentechnik eine Bombe zünden. Die Daten selbst verweisen auf Daten. Übrigens, wenn ich das in Parenthese sagen darf, der Philosoph, der das vielleicht am radikalsten auf den Begriff gebracht hat, ist Martin Heidegger, der das natürlich in radikal kulturkritischer Manier formuliert hat, aber der bis zu dem Satz kam, zu sagen, dass in der Moderne
die Philosophie durch Kybernetik ersetzt wird, weil er gesehen hat, dass die Daten vor allem auf etwas verweisen, auf Daten nämlich. Das ist schon ziemlich gut beschrieben. Parenthese wieder geschlossen. Worauf ich mich auch noch beziehe, das ist etwas, das sehr stark diskutiert wird, nämlich die Frage, ja, bilden die Daten denn jetzt eigentlich die Welt so ab, wie sie ist? Sie kennen die Diskussionen etwa über Algorithmen, die etwa zur Prognose von Straffälligkeiten im Rechtssystem verwendet werden. Ja, man kann also sozusagen ein Programm damit füttern mit Informationen über jemanden und kann dann bestimmte Wahrscheinlichkeiten formulieren, ob der wieder straffällig wird oder nicht. Kritisiert werden solche Algorithmen vor allem dafür, dass sie die Strukturen der Gesellschaft, wie wir sie kennen, die durchaus etwas mit sozialer Ungleichheit, mit Genderungleichheit in den USA sehr stark mit Rassenungleichheit und Ähnlichem zu tun haben, natürlich in diesen Dingen wieder abbilden, weil das ja genau die Basis für die Berechnung dieser Wahrscheinlichkeiten ist. Also da sieht man, diese Daten sind von dieser Welt, aber sie bilden ab, was sie abbilden. Das ist eine Tautologie. Sie sind nicht objektiv die Welt, sondern sie sind das, wofür sie stehen. Und deshalb spreche ich von der ungenauen Exaktheit der Daten. Ich beziehe mich da auf Edmund Husserl, den Begründer der Phänomenologie, der in seinem berühmten Krisisaufsatz beschrieben hat, dass die Wissenschaften, er meinte damit vor allem die Naturwissenschaften, vergessen haben, wie sie eigentlich ihre Modelle entwickeln. Also, Sie kennen das, ja, die Mathematik oder die mathematischen Modelle der Naturwissenschaften tun so, als seien die Modelle das, was da abgebildet wird. Und dann gibt es unglaubliche Genauigkeiten. Wir kennen das auch in der empirischen Sozialforschung. Wir befragen Leute und berechnen bis in die 35. Ich übertreibe jetzt, Nachkommastelle bestimmte Formen von Signifikanzen und Ähnlichem und stellen dann fest, genau sind die Daten innerhalb ihrer selbst, aber was sie abbilden, das ist, wie wir sagen, kontingent, ungenau. Und die Selbstreferenz der Datenwelt ist dann eben eine, die die Welt auf eine ganz eigentümliche Weise verdoppelt. Ich benutze dieses merkwürdige Theorem der Verdoppelung der Welt, um ironisch beschreiben zu können, dass diese Verdoppelung der Welt in den Daten, die wir auch bereits in der Sprache und in der Schrift kennen, letztlich das große Problem, das wir aus der Sprachphilosophie kennen, zwischen Signifikant und Signifikat, also der Frage der Differenz von Zeichen und Bezeichnetem, erneut abbildet. Die Daten sind technisch zunächst einmal nichts anderes als strukturierte Formen von Spannungsunterschieden. Das gilt für jeden Datensatz. Aber sie stehen für etwas, für das sie nur stehen können, weil sie das, worum es geht, nicht selber tatsächlich eindeutig repräsentieren können. Auf Deutsch heißt es, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, wir wissen, dass der Begriff Baum kein Baum ist. Aber wenn wir über den Baum verhandeln, verhandeln wir mit dem Zeichen Baum. Und bei Baum ist es noch relativ einfach, weil man mit dem Wort Baum zu einem Baum gehen kann. Aber es gibt auch Begriffe, die sozusagen so selbstreferenziell sind, dass es sehr schwer ist, den Referenzgegenstand aufzusuchen. Zum Beispiel Freiheit oder Digitalisierung oder technisches Substrat oder Einfalt oder Vielfalt. Also all die komischen Worte, die hier jetzt gerade an der Wand stehen. Und diese Form der Verdoppelung der Welt ist es letztlich, die dazu führt, dass die Digitalisierung tatsächlich eine Ebene der Repräsentation der Welt produziert, die ein Eigenleben produziert. Ein Eigenleben würde heißen, die Gesellschaft wird im Prinzip so ähnlich, wie sie auch durch die Schrift und durch die Sprache nochmal in einer Version abgebildet wird, heute in den Daten abgebildet. Und interessanterweise muss man ja sagen, dass die Daten selbst nicht die Information enthalten, sondern die Information enthalten letztlich die Beobachter der Daten, die damit etwas machen. Konkretes Beispiel, Sie können den gleichen Datensatz dazu verwenden, forensische, also Strafverfolgungsfragen zu behandeln, Marketingfragen zu behandeln, medizinische Forschung zu machen oder Zielgruppen zu identifizieren für ihren nächsten Wahlkampf. Ein weiterer Aspekt des technischen Substrats besteht unter dem,
in dem, was ich Optionssteigerungen nenne. Die moderne Gesellschaft ist davon geprägt, dass sie so etwas wie Stoppregeln nicht kennt. Ich gehe als Systemtheoretiker von einer funktional differenzierten Gesellschaft aus, in der sich tatsächlich ökonomische, politische, wissenschaftliche, religiöse, rechtliche und so weiter Logiken nicht voneinander entfernen, in dem Sinne, dass sie nichts miteinander zu tun haben, aber nach je eigenen Regeln reproduzieren. Und wir erleben die Krisen der Moderne ja tatsächlich als Krisen von Optionssteigerungen. Sie können das berühmte Problem des Kapitalismus, den Kapitalismus mit ökonomischen Mitteln nicht stoppen. Es geht nicht. Sie können versuchen, das mit politischen Mitteln zu machen. Das ist auch der große Konflikt. Aber mit ökonomischen Mitteln funktioniert das nicht. Es gibt keine Stoppregel des Ökonomischen im Ökonomischen. Wie es übrigens auch keine Stoppregel des Politischen im Politischen gibt. Die Diktaturen des 20. Jahrhunderts sind dafür ein beredtes Beispiel. Und auch wissenschaftliche Forschung. Interessanterweise gelten die Optionssteigerungen auch für diese komischen Verdoppelungen der Welt. Die Schrift und die Sprache kann man schriftlich und sprachlich nicht stoppen. Also wir kennen das bei der Frage, dass wir bestimmte Begriffe nicht verwenden sollen. Um das stark zu machen, müssen Sie sie verwenden. Ja? Also sag nicht X, müssen Sie paradoxerweise X sagen. Und selbst wenn Sie X indirekt benennen, haben Sie es direkt benannt. Ich nehme das nur als Beispiel dafür, um klarzumachen, die Datenwelt kennt keine in den Daten selbst verortete Form der Stoppregel. Und das ist ja gerade das Geheimnis dieser Daten, dass sie aufgrund ihrer banalen Struktur für alles verwendet werden kann. Deshalb sind Formen der Vernetzung, der Kompatibilität und Konnektivität das, was die digitale Gesellschaft heute ausmacht. Die unterschiedlichsten Bereiche der Gesellschaft werden konnektiv, miteinander verbunden. Daten werden für etwas verwendet, wofür sie nicht erhoben worden sind. Datensätze aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft werden wechselseitig füreinander konnektiv. Wenn es um Beispiele geht, können wir das vielleicht in der Diskussion noch machen. So, jetzt muss ich natürlich auch noch etwas über die Digitalität der Gesellschaft sagen. Die Digitalität der Gesellschaft, behaupte ich ja, ist das Bezugsproblem der Digitalisierung. Es geht um die analoge Unsichtbarkeit dieser Gesellschaft. Darauf habe ich schon hingewiesen. Traditionale Gesellschaften haben sich eigentlich immer analog auf die Routinen verlassen können, die immer schon galten. Heute stellen wir fest, dass jede Lösung ein neues Problem produziert. Jede. Und da haben Sie diese Problemlösungsrelation immer wieder neu. Habe ich alles schon gesagt. Interessant, also finde ich jetzt interessant, hoffentlich Sie auch, ist die Formulierung einer dritten Entdeckung der Gesellschaft. Wann entdecken wir eigentlich die Gesellschaft? Das geht stark in die Geschichte meines Faches hinein. Wir entdecken Gesellschaft immer dann, wenn wir so eine Mischung aus Gestaltbarkeit und der merkwürdig demütigen Erfahrung registrieren müssen, dass die Gesellschaft offenbar mächtiger ist als der Wille der Einzelnen. Ich datiere die erste Entdeckung der Gesellschaft auf den Anfang des 19. Jahrhunderts nach der Französischen Revolution. In Frankreich übrigens interessanterweise auch von den, oder eher sogar von den rechten Autoren, Joseph de Maistre zum Beispiel. Das sind Leute, die die Gesellschaft entdeckt haben als eine eigenwillige Struktur. Die zweite Entdeckung der Gesellschaft wäre vielleicht diejenige in den 1960er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also das sind nicht nur die 68er-Bewegung, sondern die Idee sozusagen, Sozialplanung stark zu machen, sozialen Aufstieg zu ermöglichen, sich für soziale Ungleichheit zu interessieren, die soziale Herkunft gesellschaftlicher Probleme zu diskutieren, die Gleichheit der Menschen prinzipieller Natur und ihre Ungleichheit auf die Gesellschaft zurückzuführen und so weiter. Das kennen Sie alles. Die dritte Entdeckung der Gesellschaft sehe ich in der heutigen Digitaltechnik. Historisch könnten Sie jetzt mir vorwerfen, sagen, wenn ich vorher behauptet habe, dass die so früh angefangen hat, dann stimmt das ja nicht. Stimmt aber trotzdem, weil das natürlich sozusagen der Hinweis darauf ist, dass diese dritte Entdeckung ja nichts Neues entdeckt, sondern etwas, das wir schon länger kennen, nämlich die interessante Sozialstruktur, die uns dazu bringt, zu tun, was wir tun und zu wollen, was wir sollen. Das ist die alte Formel aus der bürgerlichen Gesellschaft. Die dritte Entdeckung der Gesellschaft durch die Digitaltechnik ist die, dass die Digitaltechnik trotz aller Disruptionsdiagnosen letztlich davon lebt, dass die Gesellschaft selbst ein Trägheitsmoment hat. Für mich ist am eindrücklichsten, wie man aus wenigen Informationen
viele Schlüsse ziehen kann. Sie können mit relativ wenig Informationen über bestimmte Gruppen, über bestimmte Individuen, über bestimmte Formen sehr viel Wissen durch Rekombination von Elementen abrufen. Oder wir können ein Wissen generieren aus Datensätzen über das künftige Verhalten von Menschen. Wir können, wenn wir Marketing machen wollen, aus den Daten Kaufentscheidungen herauslesen, die diejenigen, die das tun, noch nicht kennen. Und sie werden sagen, das könnte man jetzt feiern, man kann es auch kritisieren. Interessant ist daran, dass sozusagen diese dritte Entdeckung der Gesellschaft ganz neue Steuerungs- und Kontrollformen produziert. Dirk Becker, der hier ja auch schon gesprochen hat, hat die wunderbare Unterscheidung von Kritiküberschuss der alten Buchwelt und Kontrollüberschuss dieser Datenwelt formuliert. Die Musterhaftigkeit der Gesellschaft ist also das Material der Digitalisierung. Und ihr Schlüssel ist ihre Technizität. Und deshalb muss ich auch über Technik reden. Wovon unterscheiden wir Technik? Wir unterscheiden Technik gerne von Humanität. Sie kennen den Diskurs, ne? Das ist ja nur Technik und nichts Menschliches. Das ist schon deshalb Unsinn, weil es auch menschliche Techniken gibt. Wenn Sie zum Beispiel, weiß nicht, ob Sie tanzen können, also ich kann es nicht so doll, aber wenn Sie tanzen, dann brauchen Sie Techniken. Oder wenn Sie Sport machen, brauchen Sie Techniken. Wodurch zeichnet sich das aus? Dass Sie in dem Moment, in dem Sie das machen, nicht darüber nachdenken müssen. Also wenn Sie, was weiß ich, was nehmen wir für einen Sport, wenn Sie Fußball spielen und darüber nachdenken müssen, wie man den Ball trifft, werden Sie ihn garantiert nicht treffen. Erst wenn Sie Ihr Verhalten technisiert haben, werden Sie den Ball treffen. Dann kann man Technik von Kultur unterscheiden. Das ist auch irgendwie komisch, weil Technik ja selbst eine kulturelle Erscheinung ist. Das muss man, glaube ich, nicht weiter erklären. Es gibt kulturabhängige Formen dessen, welche Technik eigentlich plausibel ist und welche nicht. Also gucken wir genauer hin, was Technik eigentlich im Alltag macht. Und dann wird man feststellen, Technik, das ist geklaut von Niklas Luhmann, verzichtet auf Konsenszwänge, wenn sie funktioniert. Und das kann man übrigens besonders dort erkennen, wo wir es mit technisierten Sozialtechniken zu tun haben. Also jetzt denken Sie mal gar nicht an Apparate, sondern denken Sie an technisierte Kommunikation. Sie gehen an einen Schalter, wir gehen heute nicht mehr an einen Schalter, ich weiß schon, aber die Älteren unter uns kennen das noch. Sie gehen am Bahnhof an einen Schalter und sagen, ich möchte gerne eine Zugkarte nach Stuttgart haben. Und dann ist es relativ wahrscheinlich, dass der Mensch, der dann hinter dem Schalter sitzt, nicht sagt, ist es eigentlich halsrelevant für Sie? Oder wie erwarten Sie, dass Schalke nach der Niederlage gegen den FC Bayern letzte Woche wohl abschneiden wird, was eine ziemlich relevante Frage für mich ist? Und so weiter und so weiter. Sondern er wird oder sie ganz eindeutig ganz bestimmte Dinge sagen. Dann nehmen Sie doch das Sparticket, das kostet. Oder wollen Sie nicht den Zug nehmen? Oder das kostet 19,95 Euro. Na, als es noch 19 kostete, war das noch Mark. Aber ist egal. Also sozusagen, die spannende Frage ist gewissermaßen, dass wir ja auch im Alltag viele technisierte Kommunikationen haben und die verzichten auf Konsenszwänge. In solch einer Situation muss ich nicht dem Schaltermenschen sagen, du Schaltermensch, ich bin eigentlich ein total netter Kerl, ich find's total dufte, wenn du mir jetzt so ein Ticket verkaufen würdest. Das würde man nicht machen, da würde man sich lächerlich machen, sondern das sind technisierte Kommunikationen. Ich nehme das Beispiel nur dafür, um zu zeigen, was Technik eigentlich bedeutet. Technik bedeutet, dass wir etwas bewirken und die Bewirkung selber keinen Konsens braucht, sondern durch das Funktionieren selber funktioniert. Das heißt übrigens auch, dass wir Techniken verwenden können, die wir selber nicht durchblicken. Technik ist fast immer Blackbox. Ja, also ich mache es an nicht-digitalen Beispielen fest. Ein Automobil kann jeder Depp fahren, ohne zu wissen, wie ein Automobil funktioniert. Fast niemand weiß, was passiert, wenn man aufs Gaspedal drückt. Ne? Also was wirklich passiert, das fährt dann irgendwie los, wenn man vorher einen Gang reingemacht hat und so. Aber was das heißt, ist eigentlich egal. Und das Spannende ist sozusagen, dass Technik eine Simplifikation durch Ersetzung von loser Kopplung der Elemente durch strikte Kopplung ist. Also lose Kopplung der Elemente heißt, ich frage meinen Mitmenschen, du, gehen wir heute Abend was essen oder ins Kino? Und dann hat er Ja-Nein-Stellungnahmen, die er machen kann. Mit dir gehe ich doch nicht ins Kino. Die Technik kann das nicht. Die ist strikt gekoppelt. Wenn sie funktioniert, dann tut sie, was sie soll. Wenn sie nicht funktioniert, ist sie kaputt. Und die Simplifizierung durch Technik
ermöglicht dann erst den Aufbau einer besonders hohen Form von Komplexität. Und das ist das Gleiche, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mit der einfachen Form, Entschuldigung, dem einfachen Medium, dem einfältigen Medium des Digitalen, das komplexe Formen hervorbringt. Dagegen könnte man sagen, dass der Funktionsbegriff hier zu freundlich, zu positiv formuliert ist. Funktionieren heißt nicht, dass das gut funktioniert, sondern funktioniert heißt, dass es anschlussfähig wird in bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen. Das Tolle ist, wir schimpfen alle über bestimmte Techniken, während wir sie verwenden. Und das Spannende ist eigentlich an den, gerade an den Digitaltechniken, dass sie eigentlich sehr kompliziert ist, was ihre Form angeht, dass aber die Anwendung immer einfacher wird. Ich bin hinreichend alt, noch MS-DOS zu kennen, wo man Befehlsketten eingeben musste, damit etwas passiert. Auch das war ja nur Blackbox, dahinter passierte was ganz anderes. Aber sozusagen massentauglich wurde das Zeug eigentlich erst, wenn man auf irgendwelche Symbole klicken konnte. Was funktioniert? Das funktioniert. Was nicht funktioniert, funktioniert nicht. Und wenn es funktioniert, dann wird es sich durchsetzen. Deshalb ist das ganze Funktionieren eine Form der Niedrigschwelligkeit. Ich unterscheide, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, erlebende und handelnde Technik. Alles, was ich bis jetzt beschrieben habe, ist erlebende Technik. Das ist eine Technik, die Daten und Medien benutzt, um damit etwas zu machen. Die wirklich spannenden, schwierigen Fragen sind dort, wo diese Technik selbst Entscheidungen trifft. Also etwa selber Datensätze produziert. Selbstfahrende Automobile können nicht auf Datensätze zurückgreifen, sondern sie müssen selbst mit Hilfe von Sensoren, Kameras und so weiter entscheiden, welche Reize von außen zu einer Information innen werden. Und dann stellt sich die Frage, ob das noch so eine Technik ist, die in dieser Weise funktioniert. Wenn ich Zeit hätte, würde ich Ihnen etwas über die mathematischen Hintergründe dieses Problems sagen, den Gödel'schen Unvollständigkeitssatz zum Beispiel oder das Problem der Paradoxie des Anfangs. Da ich nicht genug Zeit habe, werde ich das abkürzen in der Form, dass ich versuche zu zeigen, dass die abduktiven Maschinen, wie ich sie nenne, eben nicht deduktiv aus einem Fundus sich bedienen können, sondern jetzt gewissermaßen, man könnte fast sagen, so wie wir auch mit der Paradoxie des Anfangs beginnen müssen. Die Paradoxie des Anfangs, man kann aus der Digitaltechnik viel über den Menschen selbst lernen. Die Paradoxie des Anfangs ist der Generator von Fehlern. Sie kennen den schönen Satz, das ist menschlich. Heißt, der Fehler ist verzeihlich. Also wir bauen Unfälle und das ist sozusagen das Menschliche am Unfall ist, dass wir ihn aufgrund unserer eigenen Wahrnehmungsschwäche nicht verhindern konnten. Einer Technik würden wir das eigentlich nicht durchgehen lassen. Deshalb diskutiert man in der Ethik so spannende Fragen wie, soll eigentlich ein selbstfahrendes Auto eher ein Kind oder eher einen Rentner totfahren? Volkswirtschaftlich müsste man den Rentner wählen. Letzte Seite. Wir erleben überall Erhitzung und das ist jetzt nicht der Hinweis auf die 30 Grad, sondern das ist der Hinweis auf eine Erhitzung von vielem, was in der Gesellschaft stattfindet. Ich habe bereits Kontrollüberschuss und Kritiküberschuss, die beiden Begriffe von Dick Becker, genannt. Wir wissen im Moment nicht mehr genau, wer eigentlich Kontrolleur und wer Kontrollierter ist. In der Kybernetik-Diskussion ist das ein Riesenproblem. Ich lasse das jetzt mal sozusagen zunächst mal nur so stehen. Wir erleben eine starke Erhitzung, was Kapitalkonzentration angeht. Eine der interessantesten Informationen in diesem Jahr war für mich, dass Google Plus seinen Dienst einstellt, sondern dass dieses Konkurrenzunternehmen von Facebook konnte nicht funktionieren, weil die Datenkonzentration an zwei Orten letztlich das Geschäftsmodell in Frage stellt. Also viele, die heute sich mit Plattformökonomien beschäftigen, werden sozusagen die Konzentrationsformen dieser Techniken technisch begründen müssen. Es ist ja nicht so, dass die Geschichte des Kapitalismus frei ist von Konzentrationsformen. Denken Sie an die Konzentrationsformen der kohleverarbeitenden Industrie und all dieser Dinge. Das waren ganz ähnliche Formen, wo man sagen muss, dass die Leittechnik eigentlich dazu geführt hat, dass Kapital sich an bestimmten Stellen konzentriert hat. Heute stellt sich diese Kapitalkonzentration als etwas dar, das völlig neue Formen daran stellt, wie so etwas wie ökonomischer Erfolg eigentlich
auf eine Art von materiellem Substrat zurückgeführt werden kann. Nur die klassischen, inzwischen klassischen, reinen Digitalökonomien müssen völlig neu gedacht werden, was Formen von Besitz angeht, was die Frage des Ursprungs von Wertschöpfung angeht. Und fast alle Theorien, die wir aus dem 19. Jahrhundert über den Kapitalismus kennen und die Entwicklung der Produktivkräfte, die auch eine materielle Dimension hat, muss hier neu gedacht werden. Starke Erhitzung letztlich einer Diskussion, die, was die Kontrolle dieser Geschichten angeht, hinter den Entwicklungen herläuft. Das gilt auch für die Eigendynamik von Informationswegen, weil wir in der modernen Gesellschaft ja durch eine Ausdifferenzierung des Mediensystems Gatekeeper-Funktionen in der öffentlichen Diskussion, in der öffentlichen Kommunikation eingerichtet haben, die in dieser Form durch das technische Substrat nicht mehr funktioniert. Und es gibt eine neue Beobachterposition bei der Verarbeitung von zugänglichen Daten. Ich nenne das beim Zuschauen. Das ist eigentlich das, was wir in den sozialen Medien machen. Permanent dabei beobachten, wie andere beobachten und das wieder beobachten und damit sozusagen Dynamiken entfalten, die ganz anders funktionieren als die Funktionen, die wir noch kennen, wenn es um die öffentliche Kommunikation geht, wie Soziologen das normalerweise beschreiben. Ich will am Schluss des Vortrags einen Hinweis geben, was man mit so einer Theorie anfangen kann, wenn man sich mit einem konkreten Fall beschäftigt. Die Datenschutzgrundverordnung ist so ein schönes Beispiel. Die Datenschutzgrundverordnung dient dazu, die informationelle Selbstbestimmung, das ist eine inzwischen rechtlich abgesicherte Formulierung in Deutschland, sichern zu wollen. Also ich komme noch aus einer Generation, in der man noch gegen die Volkszählung demonstriert hat, was ja irgendwie ziemlich witzig ist, weil also wenn Sie heute über den Bahnhof laufen, hinterlassen Sie eigentlich mehr Daten, als die Volkszählung über das ganze Land produziert hat. Aber das Thema ist offenbar ein relevantes Thema. Und dann kann man feststellen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, informationelle Selbstbestimmung überhaupt als Konzept zu denken, weil die Information nicht in den Daten liegt, sondern im Beobachter der Daten. Und insofern können Sie die Daten, die durch Ihre Praktiken ohnehin anfallen, gar nicht selbst bestimmen. Also Sie können vielleicht bestimmen, wie viele Ihrer Daten weitergegeben werden, aber Sie können letztlich informationell schon aus kategorialen Gründen nicht selbstbestimmt sein. Das kann man für eine intellektuelle Spitzfindigkeit halten. Ich glaube, es ist mehr. Es ist tatsächlich sozusagen eine Beschreibung der Anschlussketten von Informationen, die durch eine Technik ermöglicht wird, die selbst unsere Begriffe, die wir rechtlich dafür verwenden, ad absurdum führt. Interessant ist daran übrigens auch, dass die Technik als Technik funktioniert. Sie haben bestimmt alle schon mal, wenn Sie eine App gekauft haben, so einen Haken gemacht, dass Sie allem zustimmen. Oder ein Papier unterschrieben, wenn Sie in irgendwelchen Datensätzen auftauchen sollen. Das ist technisierte Kommunikation, die befreit von Konsenszwängen. Sie müssen viel Handlungshemmung einbauen, wenn Sie das nicht ausfüllen oder den Haken nicht machen, dann kriegen Sie die App nicht oder Sie werden nicht in einen Datensatz aufgenommen. Aber wir sind inzwischen so daran gewöhnt, dass wir das tun, dass das auch eine technisierte Form der Kommunikation ist, die quasi ritualisiert ist und durch die Ritualisierung letztlich zur Persistierung einer funktionierenden Technik beiträgt. Man kann das jetzt mit kritischer Attitüde beschreiben, man kann es auch nur mit beschreibender Attitüde beschreiben und feststellen, dass die Kategorien ganz offensichtlich durcheinander geraten. Ich war sehr unpathetisch beim Vortrag, das muss ich zugeben. Deshalb schließe ich mit einem pathetischen Satz, damit dies wenigstens auch noch geleistet wird, nämlich: Der Ausgang ist offen. Ob es Freiheitsgewinn oder Zivilisationsverlust ist, das werden wir dann mal sehen. Vielen Dank.